Was geht ab? Mein Name ist Sarik Junge und es wird eine Zuckerblä. Bruder, was geht ab? Zuckerblä. X-Faktor, das Unfassbare. Präsentiert von Sarik Junge. Lassen Sie mich Ivan vorstellen, den traurigen Held unserer nächsten Geschichte. Er möchte seine Oma nach Hause begleiten, denn er möchte sie vor potenziellen Vergewaltigern schützen. Ihnen läuft eine schwarze Katze über den Weg. Seine Oma spuckt sogleich über die linke Schulter und bittet den Enkel, das Gleiche zu tun. Doch er möchte schnell nach Hause Fortnite zocken und tut dies nicht. Und somit sollte sein Schicksal besiegelt sein. Vor dem Zocken muss er noch schnell zum Stuhlgang, kacken. Dabei spielt er Match bei Tinder. Und so sollte ihm das Handy ausrutschen und er fängt dieses noch im letzten Moment. Doch zu welchem Preis? Denn beim Fangen verspielt er sein einmaliges tägliches Super-Like an eine schwergewichtige Yvonne, die noch zudem in ihrem Profil 1,81 Meter und kein One-Night-Stand stehen hat. Kann diese Geschichte wahr sein? Oder versuchen die Autoren, sie dazu zu zwingen, nach links zu swipen? Weil Ficken ist immer gut, Wallah. Ficken macht immer Gesundheit, Alter. War frei erfunden? Frei erfunden? Nee. Frei gefunden. Sie kommt zum Zimmer, ich mach Mesh-up mit dem Mittelfinger. Oi, 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 oi. Das war. Ja, kann schon sein. Kann schon, ja, kann schon sein, ja. Na, frei erfunden. Was mit Ivan und dem Yvonne 3 Tonnen Tinder-Match? War frei erfunden. Frei erfunden. Nee. Sie haben mir diese Geschichte geglaubt, wie meine Freundin, dass ich Tinder vom Handy gelöscht habe. Sie sollten nicht so naiv sein. Diese Geschichte ist falsch. Mach auf wichtig vor mir, ja komm 1 gegen 10, nenn es Business-Termin. Warum Jarak-Gesicht in deinem Täter-Profil? Warum fährt deine Karte?